Jenny und willkommen zu einer freshen neuen Folge. Ja, da weiß ich nicht. Nein! Nee, ich hab was Prime-mäßiges gesehen, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was hast du gesehen? Der Gambo ist ja neben der Leiche rumgelaufen. Und aber reported? Ja, aber es sah übelst zass aus. Also es sah so richtig fettfingermäßig aus. Nein, das war ich nicht. Nee. Gambo lügt, der will rausgewunden sein. Jester. Das sah mir Jester-mäßig aus, muss ich ehrlich sagen. Die Leiche lag da schon. Weil wir haben ja auch die Regel, dass man als Imposter nicht neben der Leiche stehen bleiben darf, um Jester-Vibes zu geben. Und er stand neben der Leiche. Also entweder hat er einen Regelbruch begangen, dafür muss er in den Real-Life-Knast. Oder er ist ein Jester-Raster. Jester-Bumse-Bester, ich mache einen Skipper. Also das sah mir zu sass aus. Das merken wir. Immer auch mal ins Gebot. Aber Gamo ist halt auch so ein Krimineller, der wird auch die Regel einfach brechen. Ich mache Regelbrechen. Ehrenloser. Um Gambo. Aber auf der anderen Seite, also das war wirklich ein. Also wenn du jetzt wirklich Jester bist, Gambo, ich sehe das ja nicht. Aber wenn sich das am Ende rausstellt, dann war das wirklich ein stümperhafter Versuch. Ja. Ja. Okay, Leute, ich bin Priester. Das heißt, ich kann die Seele in all unsere Crewmates und Imposter schauen. Das heißt, ich könnte theoretisch. Okay, war gar nicht im Spiel. Ich könnte theoretisch von Fabi herausfinden, ob seine Rolle gut ist oder böse. Und endlich kann ich hier auch mal Aufgaben machen. Die ganze Zeit immer nur Fake-Tasks. So fake, Leute, das fühle ich echt gar nicht, muss ich sagen. Okay, wir gehen jetzt einfach in Electric rein, hätte ich gesagt. So, zack. Und wir können von Fabo die Rolle herausfinden. Ah, okay, jetzt haben wir allerdings einen Cooldown. Hä? Oh Gott, jetzt ist das aber gesperrt. Das ist aber anders komisch. Okay, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht für immer gesperrt. So, zack. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein! Was? Hä, wer war da? Der war gerade eben da. Hä, Gabo, du bist einfach daran vorbeigegangen und hast ihn gekillt. Na, ich hab ihn nicht gekillt! Also, ich bin Rector rein. Ich hab ihn wirklich nicht gekillt. Ich bin Rector rein. Gambo, Logo standen da. Ich hab nur Bens Kopf irgendwo hinfliegen sehen und Gambo ist rausgerannt, Logo ist stehen geblieben vor Schock. Ich weiß nicht, wer es war. Einer von den beiden auf jeden Fall hat gekillt. Ja, aber da muss Logo gewesen sein. Also ich das war's Ding ist aber, ich hab Gambo. Jetzt lege ich meine Rolle offen. Aber ich warum importest du nicht? Ich hab Gambo Handschellen angelegt. Der kann ihn eigentlich ja dann gar nicht gekillt haben. Hä? Ah. Siehst du? Also weiß nicht. Aber wer war denn noch dann? Ey, Gambo so Jester, das ist ja so schlecht. Vorher durch. weiß ja nicht. Also ich glaube, es war Logo. Nein, aber er hat ja gerade seine Rolle offengelegt. Oder er ist jetzt wirklich. Kann ja auch lügen. Der ist jetzt wirklich diese ganze Tabelle durchgegangen. Das kann ich mir bei Logo auch vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Vermutung, das könnte eine krasse Vermutung sein. Aber jemand hat Reaktor aktiviert, damit da möglichst viele Leute reinrennen, damit man irgendwen halt hassen kann, weil da halt ja logischerweise dann irgendwer ist. Und jemand hat ihn aus der Ferne halt so gekillt mäßig. Und dann ist er später erst gestorben. Und derjenige ist Flauschi. Was? Aus der Ferne? Oh, gibt's sowas? Okay. Auf Sniper-Basis, meinst du? Ja, auf so, weiß nicht, Vergiftungshexen-Mexen-Basis auf Burgi-Geld. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, also. Ja, also, hä, bin ich jetzt nicht eigentlich giga-safe? Na, das Ding ist, ich weiß nicht wegen dem. Ben ruft mich an. Ben ruft mich einfach an. Ja, hallo? Gambo hat die Regel gebrochen. Oh, das darf ich ihn nicht durchgehen lassen. Ist er jetzt Jester? Nee, er ist Imposter. Oh. Leider Insider-Tipp an der Stelle. Ciao. Oh, danke schön. Danke für den Tipp. Jetzt wäre ich fast nicht gemutet gewesen, hätte es voll reingebrüllt. Ben hat mir einfach gerade gesagt, dass Gambo der Imposter ist und die Regel gebrochen hat. Ich weiß zwar nicht, welche Regel er damit meint, aber er muss auf jeden Fall Imposter sein. Ich verstehe nicht, welche Regel er gebrochen hat. Jetzt weiß ich ehrlich nicht, was er gemeint hat. Können wir ihn irgendwie konfessen? Können wir irgendwie das machen? 6 Sekunden dauert das noch. Okay, wo haben wir den? Danke! Oh, endlich! Digga, wirklich. Ich dachte schon, bin ich jetzt doof? Warum konnten wir den nicht reporten? Ich weiß es nicht. Ich hab Gambo gekillt. Was? Ich war der Sheriff, weil Ben Sheriff war und ich Imitator bin und ich habe ihn imitiert und dann dachte ich mir, hä? Komische Klamotten, ich habe Sheriff-Klamotten an. Dann bin ich zu Gambo gegangen, hab ihn gekillt, weil ich wusste, er ist Imposter. Das stimmt! Ben hat mich angerufen und gesagt, Gambo ist Imposter.
Weil das Ding ist, ey, wenn... Benjamin! Wenn... Er hat gegen die Regeln verstoßen. Ja! Also das Ding ist, dass ich Fabi Handschellen angelegt habe und dadurch kann der auch nicht mehr reporten in dem Fall. Ah, ach so. Okay, ich stand ja, da, ich ja, konnte ihn auch nicht reporten. Das heißt, ich bin safer, ich bin der Imitator. Ja, Logo ist safe, weil er ist der whatever, Detective. Oder nicht? Dann Moment, hast du Moment. Jetzt ja, Moment. Fabi ist was? Was haben wir das schon erfahren? Nee. Hatte Handschellen. Ich habe Handschellen an. Okay, das heißt, Fabo, Fabi, Flausch und Elina sind noch Sirs. Das könnte es sein. Aber ich habe Gambo nicht erledigt. Nice, es gibt ein Like. Okay, wen voten wir jetzt? Gib einfach, oder nicht? Wurde einfach ein Imposter gekillt. So, dann hat sich das mit Gambo erledigt. Dann muss ich diese Drecksarbeit nicht erledigen. Okay, und wir gehen jetzt einfach mal in... Okay, das ist sehr blöd. Okay, ich habe 16 Sekunden Zeit. Dann kann ich senken. Sanctify, ich glaube nicht, dass Candy seinen eigenen Imposter-Kollegen killt. Deswegen müssen wir hier mal was sanctifyen. So, ich heile mich hier. So, das heißt, in diesem Bereich kann hier niemand gekillt werden. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich könnte diese Aufgabe hier machen, weil da kann ich ja, bin ich ja safe. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Das Coole ist, das sieht ja jetzt gerade keiner. Und das Ding ist, ich habe jetzt noch 4 Dinger verfügbar. Das heißt, ich kann basically nirgendwo... Oh, da ist Fabo. Kommt der wieder hoch? Nee. Dann gehe ich. Wo lang? Da lang. Das hier geht schnell. Okay, irgendwer macht hier Licht. So, zack. Wir sanctifyen uns gleich. Okay. Wir sind auf jeden Fall eingesperrt. Da ist Fabi. Der müsste gleich hier runterkommen. War das verbuggt? Der ist einfach umgefallen. Der war gerade noch neben mir. Ja, er stand neben mir, ist einfach umgefallen. Ich bin gerade umgefallen. Warte, ist das nicht? Gibt's nicht? Die. Ah, oh, ihr wart letztes Mal nicht dabei, aber da gab es eine Rolle, wo jemand quasi verhext worden ist. Ja. Und dann killst du jemanden, wenn du ihn berührst. Obwohl du nicht Imposter bist. Also der verhext hält, Leute. Aber er ist einfach umgefallen. Elina, du standest einfach so rum in Electrical. Ja. Hast du dich bewegt? Ja, darf man das hier nicht. Aber ist das so, nachdem man den nicht killt? Hä? Ich war mit Fabi da drin, der war irgendwo oben. Ja gut, aber du kannst ja trotzdem den gekillt haben per... Aber man kann sich ja dann 2 Sekunden nicht bewegen, oder? What? Nein, ich stand da einfach nur rum. Ich kann dir auch den Grund sagen, weil du bist ja auf einer falschen Fährte. Denn ich bin nämlich... ja. Was bist du denn, Elina? Sag mal deine Rolle. Ich bin heilig und ich einen heiligen Trank der Allerheiligen genommen, wo ich nicht angegriffen werden kann. Und da stand ich halt rum, damit ich nicht sterbe. Das Ding ist, ich hab mal, also ich weiß gar nicht, Candy, du hast dir gesagt, du bist halt, was warst du nochmal? Imitator. Nee, du hast doch Gambo gekillt als Sheriff, oder nicht? Weil ich hab Ben imitiert und Ben ist Sheriff, dadurch war ich Sheriff und hab Gambo erledigt. Die Frage ist, warst du wirklich Sheriff? Also du kannst auch einfach Imposter sein und einfach weggehauen haben und sagen, ja, aber ich hab Sheriff. Ja Ben imitiert, woher weiß ich denn, dass der Sheriff war? Weiß nicht, ob Ben Sheriff war. Aber ich würde mal so sagen, Fabi, ich nehme jetzt das Risiko in Kauf und werde dich jetzt in der nächsten Runde mal anschießen. Wenn ich sterbe, warst du es nicht. Aber wenn du Daumen hast, mach, mach das, ja. Perfekt, machen wir so. Ja. Ben, wenn du mich hörst, lauf mit der, ich werde Fabi abballern. Und er ärgert sich jetzt, weil er weiß ja, wer es ist. Und dann sagt er, nein, tu es nicht. Ist diese Rolle, die ihr meintet mit diesem Verhexenzeug, ist das, ist das eine neutrale Rolle? Nee, ich glaube, das ist ein Poster. So, Skip, mein Revolver ruft. Okay. Der wird so qualmen gleich. Fabi, du wirst gleich sehen. Ich ja, halt, werde hier gewotet. So aber dann ist halt, ja, dann ist halt scheiße für die anderen. Also. Okay. So, ich habe noch in Medbay was zu tun. Da drüben. Oh, nee. Ich gehe oben hin. Vielleicht ist da noch mein Flash hier und mich kann niemand töten. Hier kann mich niemand töten. Flauschig. Oh, komm. Ich mach diesen hier. Das ist ultra smart. Hier kann ich. Oh, Mann. Hä? Flauschi? Das war jemand Weißes, hä? Das war Fabo, nicht ich.
Digga, Elina, bitte fall nicht auf diese dumme Scheiße. Wenn, Elina, wenn du jetzt wirklich mich votest, ich hau dir in die Fresse. Nein. Flauschi, warte mal, Flauschi, du machst da gerade... Ich stand beim Electrical-Ding rechts bei Security, stand ich und hab gerade Kabel verbunden und dann sehe ich weiß, kick gelb um. Hä, warte mal. Einer von euch beiden hat doch gerade... Mensch, ja, Fabi, nee, wait, ich bin dumm. Fabi, du bist dumm. Wir alle sind dumm. Warum? Candy hat doch auf dich geschossen, hat er doch gesagt, er will das die ganze Zeit machen. Jetzt hat er es gemacht, ist gestorben, weil du es nicht warst. Ach so, stimmt. Ja. Stimmt. Oh. Holy. Okay. Ja gut, dann bin ich halt nochmal schon mal safe. Da seid ihr drei und was das. Ich schlag dir in die Fresse. Was wolltet ihr? Was wolltet ihr? Also, es gibt ja nur noch einen Imposter, richtig? Ach ja, stimmt. Hallo. Das war ja doof. Ich hab gar nicht gewotet, oder? Ich hab geskippt, leider. Mikrofon muted. Ja, theoretisch kann ich's doch wissen. Sorry, Fabi ist es nicht. Fabi ist es halt safe. Dankeschön. Das heißt, es können nur noch Flauschi und Fabo sein. Das. Und Fabo hat mir gesagt, er schlägt mir in die Fresse. Aber wie kann ich herausfinden, welche Rolle er ist? Ich check das irgendwie überhaupt nicht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Fabo, Oh nein. Da geht's, oh shit, wir verlieren das. Hä? Er macht dich! Nein, er hat mich doch gekillt! Dieses... Oh mein Gott! Junge, hä? Wer? Hä? Ich will das nicht. Und Digga, Fabi, warum gibst du diesen Code nicht ein? Ich hab ihn eingegeben, ich hab aber daneben geklickt, mein Ding war weg. Ja, und dann bin ich dran und wollte gerade angeben und dann wurde reported. Ja, aber dann kann es ja nur Flauschi sein. Nein, es ist Fabo. Es macht gar keinen Sinn, es kann nicht Fabo dann sein. Fabo war an dem Ding dran. Du hast gesehen, Fabi, dass ich rangegangen bin, als du weg bist. Ja, du bist rangegangen, ja. Was hast du denn für eine Rolle, Flauschi voten? Das Ding ist durch. Möchte er nicht verraten. Ich bin Survivor, okay? Fabo ist hier Imposter. Vote ihn bitte, weil du bist es nicht, Fabi. Du wurdest draufgegangen wegen dir. Ich will meine Rolle nicht sagen. Ja, siehst du? Hä? Nein. Fabi! Ach man, ihr seid beide Imposter. Oh Mann, ey. Da wird sich aber aggressiv reingemutet. Holy moly, ich dachte, das Ding wäre durch. Oh, wir müssen schnell Aufgaben machen. Komm schon. 2, 3, 4, 5. Und zack. Bumm. Es geht los. Wer killt jetzt wen? Ich raff das nicht. Warte. Er ist Berserker. Was kann ein Berserker? Was ist der Warlock? Hä? Ich raff das nicht. Die sterben jetzt beide? Was? Neues, mein Killbutton geht nicht. Ich hab das so gespammt, ey. Aber Fabis war eigentlich geil. Mein Killbutton ist vor dir abgelaufen. Ich hab gekillt und dann kam der Cooldown und nichts passiert. Ich hab ja so. Aber das Ding ist. Umgebracht? Eigentlich, ja, nein. Du hättest das ja viel klüger noch spielen können, weil Fabo hätte alleine den Reaktor ja eh nicht beheben können. Ja. Du hättest einfach wegrennen können. Ich hab auch einfach da jetzt gewartet. Ich dachte, wir machen noch so einen Showdown oder so. Aber wie Randy die Flauschi rausgeholt hat. Das konnte nicht gehen. Ich musste ja eh nur einen Bein rausholen. Weil ich dir Bubble Wrap um dein Schwert gemacht habe. Ja, ich konnte mir ja einen aussuchen. Hä? Aber ich weiß gar nicht. Hä, aber warum Flauschi? Wie asozial. Ja, ich bin... ich war Survivor, ich kann mich selbst schützen. Aber ich weiß nicht, warum Kenny gestorben ist, weil ich hab ihn nicht gekillt. Ganz am Ende dachte